Hallo zusammen, das ist Sibylle vom SELA, der Schule für integrale Gesundheit und Aromatherapie. Im heutigen Video setzen wir uns auseinandersetzen mit dem Hoflattich, mit dem Tussilago, was für Inhaltsstoff das er hat und wieso dass das früher so eine wichtige Heilpflanze war. Schauen wir den Hoflattich ein bisschen näher an. Hoflattich ist eine ganz spezielle Pflanze. Es ist eine der ersten Frühlingsblumen und in dem sind ganz wichtig für unsere Insekten. Es ist auch eine dieser Pflanzen, die zuerst Blüten bekommt, bevor die Blätter wachsen. Wegen dem habe ich im Moment nur ein Blümchen. Die Blätter die kommen erst später. Der Hoflattich der wächst bei uns und blüht bei uns je nach Wetter und je nach Klima zwischen Februar und etwa April. Die Blüte, respektive die Pflanze, hat den Namen bekommen vom althochdeutschen Latü. Und das bedeutet Lattich. Und Lattich hat man früher allen Pflanzen gesagt, die grosse Blätter hatten. Aus dem Lateinischen kommt es aus dem Lactuca. Und Lactuca heisst derjenige mit dem Milchsaft. Und das ist ganz speziell, eben wenn man wirklich die Pflanzen, die Blätter nachher abreisst, dann haben die so einen milchig weißen Saft. Wegen dem der lateinische Name. Hoflattich, der hat eben hufförmige, zähnte Blätter. Das heisst, die sind wirklich so, ich sage jetzt, hufförmig. Oder andere Leute die kehren sie um und sagen genau vom gleichen Blatt, es ist herzförmig. Kommt immer ein bisschen darauf an, was das man lieber sieht. Ja, der Hoflattich hat ganz eine spezielle Blattform. Und was eben interessant ist, wenn man das Blatt umkehrt, dann hat das so eine mehlig weiße Fläche und relativ stark akzentuierte Adern. Die Stiele der Blüten die sind relativ kurz. Wenn die Blüte voll offen ist, dann fangen die Stiele anfangen zu wachsen. Ihr seht, die haben also fast ein bisschen schuppenartige Blättchen. Und die werden immer länger. Wenn die Blüte bestäubt ist, dann fangen sich anfangen, Sämen auszubilden. Übrigens gehört der Hoflattich zu der Familie der Korbblütler. Korbblütler, oder auf Lateinisch Asteraceae, die haben relativ viel weibliche Zungenblüten und männliche Röhrenblüten. Das Verhältnis ist häufig 1 zu 10, das heisst, gerade jetzt beim Hoflattich kommen auf 300 weibliche Zungenblüten etwa 30 bis 40 männliche Röhrenblüten. Die bestäubten Blüten die wachsen und der Stiel wird länger und länger und länger. Die Blüte fängt immer mehr anfangen zu hängen. Und erst wenn nachher die Zähne ausgereift sind, stellt sich das Köpfchen wieder auf und die schirmförmigen Blüten, die aussehen wie Zähne, von einer Weihfecke, von einem Löwenzahn, einfach viel kleiner, lässt sich nachher vom Wind vortragen. Der Hoflattich hat auch ein relativ kräftiges Wurzelwerk. Und die Ausläufer, die das Wurzelwerk bildet, die sind bis zu 2 Meter lang. Das ist der Grund, wieso dass man manchmal wirklich riesige Strecken sieht, ein paar Meter am Stück von so Hoflattichblüten. Was auch ganz speziell ist, der Hoflattich ist ein Blümchen, das auf sehr kargen Verhältnissen wächst. Am liebsten hat er so etwas lehmigen Boden, der relativ feucht ist. Die Röche, die mag er nicht so gut vertragen. Und wegen dem findet man ihn häufig auf Wegen, auf Schotterplätzen oder eben auch an steinigen Orten oder sogenannten Ruderalflächen. Der Hoflattich ist eine ganz bekannte alte Heilpflanze. Auf Lateinisch heisst sie Tussilago Farfara. Tussilago kommt aus dem Lateinischen Tussis, der Husten, und Agere, vertreiben. Also das ist eigentlich die Pflanze, die den Husten vertreibt. Jetzt ist es aber nicht die Blüte, die vor allem verantwortlich ist für den Effekt, sondern Blätter. Wie gesagt, die wachsen eigentlich erst, wenn die Blüten am Verblühen sind. Die Blätter die haben unterschiedliche Inhaltsstoffe. Dazu gehören zum Beispiel Polysaccharide, vor allem
Schleimpolysaccharid und Inulin, auch ein Bestandteil, der sehr wichtig ist für unser Mikrobiom. Dann hat es aber auch Triterpen drin. Es hat sogenannte Sterol drin. Das sind eigentlich Membranlipide. Das führt uns dann wieder zu der Haut. Und es hat vor allem auch viel Gerbstoff drin. Daneben hat es aber auch lebertoxische Wirkstoffe drin, wie die sogenannten Pyrrolizidin-Alkaloide. Das ist einer der Gründe, wieso das wirklich tolle Heilkräutchen sehr stark an Bedeutung verloren hat. Pyrrolizidin-Alkaloide, wie gesagt, die können lebertoxisch sein. Und wenn man so einen Tee länger als 4 bis 6 Wochen trinkt, dann kann das für eine Leber negative Effekte haben. Trotzdem hat die Kommission E für ein Tussilago Farfara eine positive Monographie herausgegeben. Das bedeutet, das ist wirklich ein Heilkräutchen, das man wunderbar einsetzen kann bei Katar von den oberen Atemwegen, bei Husten, bei Heiserkeit, aber eben zum Beispiel auch bei Schleimhautaffektionen im Mund- und Rachenbereich. Von mir her gesehen immer noch eine wunderbare Pflanze. Und der zweite Name dieser Pflanze, eben Tussilago Farfare, das kommt von Far, das heisst Mehl, und Ferre, das heisst tragen, und bezieht sich in diesem Zusammenhang wirklich auf die, ich sage jetzt, mehltragende Unterseite der Blätter, wo eben auch ein ganz klares Erkennungsmerkmal ist. Die einzige Pflanze, wo man den Tussilago wirklich gut könnte verwechseln damit, das wäre der Pestwurz, der silbrige Pestwurz, aber dort wäre die Verwechslung nicht weiterhin tragisch. Für die, die jetzt vielleicht Lust bekommen haben, sich selber so ein paar Blätter zu sammeln für einen Tee, da ist es wichtig, es handelt sich nicht um Blütenblätter, die wir sammeln müssen, sondern um die grünen Blätter, die nachher wachsen. Die haben im Normalfall einen Durchmesser von 10 bis sogar 20 cm. Das hängt sehr stark davon ab, wie die Bodenbeschaffenheit ist, wo die Pflanze drauf wächst. Und die Blätter, die würde man dann nehmen und trocknen. Wichtig ist übrigens auch, wenn man Blätter trocknet, dass man das nicht mit zu hohen Temperaturen macht. Das heisst, so Blätter allgemein von Pflanzen, die sollten maximal mit 40 Grad oder ich sage jetzt ganz leicht über Körpertemperatur getrocknet werden. Für das gibt es die Möglichkeit, dass man die zum Beispiel auf ein Weihenblech legt, das man ausgelegt hat mit Haushaltpapier, und die nachher schonend bei Zimmertemperatur nicht unter direktem Sonnenlicht trocknen. Oder für die, die vielleicht ein bisschen mehr Kräutchen trocknen, so wie ich, ist ein Dörrex, so ein Dörrautomat, wunderbar. Und die kann man sehr gut auch die Temperatur regulieren. Die getrockneten Blätter kann man nachher verkleinern. Und von denen würde man dann einen Tee machen, den man ein- bis mehrmal täglich anwendet. Wichtig ist, wenn ihr die Blätter selber sammelt, bitte den Tee nicht länger als 4 Wochen anwenden. Weil, wie vorher erwähnt, es sind vor allem akute Erkrankungen, wo man die Blätter einsetzt. Eben einen akuten Katar, Husten oder Heiserkeit oder akute Schleimhautläsionen im Mundbereich inne. Was auch noch zu sagen ist, wenn jemand jetzt vielleicht nicht das Glück hat, dass er Hauflattig findet in der Umgebung, kann man die Blätter sehr gut auch posten in der Drogerie oder in der Apotheke. Und dort hat man den Vorteil, dass das meistens PA-arme oder eben Pyrrolizidin-Alkaloid-arme Sorten sind, die da speziell gezüchtet worden sind, dass man den Tee mit gutem Gewissen auch ein bisschen länger als die Frist von 4 bis 6 Wochen könnte einsetzen. Ja, und alle die, die keinen Tee machen wollen, denen mache ich einfach Mut, sich zu freuen an diesen schönen, gelben Blüten, die im Frühling eine wichtige Nahrungsquelle sind für unterschiedlichste Insekten. Ganz eine gute Zeit und bis gleich.